Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carstens Koch und Finanztalk. Heute wieder im wunderschönen Designmöbelhaus Casanova hier in Wiesbaden. Und wie immer, wenn ich hier bin, dann habe ich auch einen Gast dabei. Mein heutiger Gast ist langjährig erfahren in der Finanzszene. Wir haben in der Bank auch schon mehrere Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Sie war Projektmanagerin. Sie hat ihren Hashtag Superpower mit dem Stift. Und ja, was sie heute eigentlich macht, weil sie ist seit 2017 jetzt selbstständig, das erzählt sie euch am besten selbst. Hier ist Peggy Norbisrath. Hallo Peggy. Hallo Carsten. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Freut mich sehr. Danke dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, dann erzähl unseren Zuschauern doch vielleicht einfach mal, was machst du eigentlich? Mhm. Ja, also man kann es unschwer sehen, ne? Ich habe hier irgendwie meine Utensilientasche. Du verkaufst Stifte. Ich verkaufe Stifte. Nein, also ich mache keine Werbung dafür, aber wie du schon sagst, Superpower mit dem Stift. Ich bin inzwischen Business-Illustratorin und zeichne ganz, ganz viel für Unternehmen, für Webseiten, toll, für Fachbücher. Ich gehe live zeichnen, also auf irgendwelche Kongresse, wow, Events, Workshops. Erfasse im Grunde die Dinge, höre gut zu, um das dann simultan in Wort und Bild festzuhalten. Unfassbar spannend. Ich finde, das Thema Visualisierung wird im Business ja eigentlich auch immer unterschätzt. Insofern freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Wir werden nachher Gelegenheit haben, über das ein oder andere Thema dazu sicherlich zu sprechen, weil mir gehen da tausend Fragen durch den Kopf. Und am liebsten würde ich natürlich das gesamte Thema Live-Skizzen hier auch mit unserem tollen Gericht haben. Vielleicht kriegen wir das ja hin und können unseren Zuschauern ein bisschen was dazu zeigen. Bestimmt. Cool. So, aber Gericht ist eigentlich auch schon das Stichwort. Ja, was kochen wir eigentlich? Ich habe mir was Leckeres überlegt heute. Und zwar, wir machen einen ganz einfachen Pastateig selber. Und es gibt selbstgemachte Pasta mit einer Pilzrahmsoße, mit ein bisschen Rinderfilet drin, mit ein paar Gemüse, ein bisschen Tomate, Lauch, Zwiebel, Rucola, gerösteten Pinienkernen. Und um das Gericht jetzt irgendwie in einen coolen Begriff zu packen, habe ich gesagt, das ist Pasta Fantastica. Ja? Ja, hört sich super lecker an. Ich habe auch noch nie Pasta selber gemacht, also bis auf so Versuche, aber es ist mir nie geglückt, deswegen das toll, wir dass wir heute das zusammen machen. Das machen wir heute, ja, dann legen wir direkt los. Vielleicht kannst du, ich habe da schon mal was vorbereitet, dich dankenswerterweise um die Pilze kümmern, putzen und in Stücke schneiden, wäre super. Mach ich. So, für den Pastateig, den wir heute machen, habe ich Hartweizengrieß genommen. Also Peggy, ein total einfaches Rezept. Mhm. Du brauchst eigentlich nur zwei Zutaten. Naja, sagen wir mal drei, wenn man Zeit mitrechnet, das ist eine Zutat. Mhm. Hartweizengrieß. Und Liebe, nicht zu vergessen. Vier Zutaten, genau. Aber Liebe brauchst du ja immer beim Kochen. Das stimmt. Also Hartweizengrieß, 220 Gramm und 90 Gramm lauwarmes Wasser. Ich mache jetzt hier so eine kleine Mulde. Und da kippen wir jetzt das Wasser einfach hinein. So. Und dann bringen wir den Hartweizengrieß damit drauf, vernetzen das alles und fangen daraus an, einen Pastateig zu kneten. Das ist erstmal eine ziemlich krümelige Angelegenheit. Jetzt brauche ich ein bisschen Mehl und wir machen das Ganze einfach auf der Arbeitsplatte weiter, weil der Teig, der muss jetzt ordentlich verknetet werden. Das ist einfach wichtig, damit sich alles gut verbindet und damit sich vor allen Dingen auch die Stärke gut löst und wir hinterher eine schöne geschmeidige Pasta bekommen. Das ist jetzt einfach ziemlich lange Handarbeit. Falls euch der Teig zu trocken ist, wenn der zu sehr bröselig ist, wirklich nur peu à peu tröpfchenweise Wasser zugeben. Wenn ihr zu viel Wasser zugibt, dann wird der Teig matschig. Und wir wollen ja keine Matschnudeln haben, sondern wir wollen ja richtig schöne Pasta machen. Okay. Peggy, mal auf dein Business-Thema geguckt. Mhm. Business-Illustratorin. Mhm. Ich meine, ja, die Menschen sind ja alle irgendwie visuell. Also man versteht Dinge ja viel besser, gerade komplexe Zusammenhänge, wenn es irgendwie auch noch bebildert ist. Ja. Aber wir leben ja heute auch in so einem digitalen Zeitalter. Ne? Mhm. Deshalb gibt es ja viele Remote-Veranstaltungen oder, ich sage jetzt mal, auch interne Veranstaltungen, die dann nur online stattfinden. Wie mache ich es denn da? Also, wie ich es mache, kann ich dir erklären. Ja. Wie du es machst, ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Geschichte. Also, okay.
Ich werde natürlich auch zu Remote-Veranstaltungen eingeladen und zeichne dann auch remote. Und es geht dann so, dass ich einfach ein iPad habe, einen Stift und dann die Dinge eben so mitzeichne und natürlich das dann auch verfolgt werden kann, teilweise live. Ne? So. Klar. Und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist Moderator von einem Online-Meeting, dann gibt es inzwischen so ein paar Möglichkeiten, wie man auch visualisieren kann, weil zum Beispiel, darf ich Werbung machen für die Firma Zoom? Also ich arbeite mit Zoom zusammen und da gibt es auch die Möglichkeit, ein Whiteboard zum Beispiel anzuwählen und da kannst du natürlich auch so kleine Sachen mit der Maus zeichnen. Aber es ist nicht wirklich so gut, ne? Ja, mit der Maus zeichnen also ist ja ein bisschen schwierig. Also selbst für mich ist das schwierig, also es sieht irgendwie nicht toll aus. Da kannst du mal ein Herz und eine Sonne und einen Strich machen und das war's. Und ich nutze eigentlich immer Templates, die ich mir vorbereite, ne, wo die Leute dann irgendwie einen Stempel anbringen können oder wo sie irgendwie einen Pfeil hinzeichnen können oder mit Post-its arbeiten, mit den virtuellen Post-its arbeiten. Also ich bereite mir einfach vor. Ne? Ist dann kein Live-Zeichnen, sondern du machst ja mit den technischen Hilfsmitteln das Leben leichter. Und ich glaube, das kann natürlich auch jeder machen. Ja? Ich kann mit einem digitalen Whiteboard, da gibt es ja x viele Anbieter für, kann ich mir natürlich sowas vorbereiten. Genau, es gibt auch manche Tablets im Übrigen, die kannst du dann verbinden und kannst sozusagen so eine Art Screensharing machen. Das habe ich auch schon mal erlebt. Es hat sogar mal jemand mit mir gemacht, ein Coach, und hat dann mir bestimmte Sachen auch so gezeigt. Ne? Also einfach sein Tablet geteilt. Und ich konnte das dann verfolgen und ich saß ganz woanders. Also wir waren auch mehrere hundert Kilometer auseinander und es hat gut funktioniert. Cool. Ja. Und das braucht ja nicht viel, du brauchst ja manchmal gar nicht viel. Ich hatte neulich eine Kundin, da habe ich einfach nur zwei Pfeile auf ein Blatt gemalt, beziehungsweise aufs iPad. Und dann hat die irgendwie ein Bild vor Augen gehabt und wusste, ach ja, tatsächlich, so ist das. Ne? Also da ging es um Weiterentwicklung. Und das war ganz erstaunlich und sie geht jetzt einfach mit diesem Bild. Also war toll, das so zu sehen, also auch für mich zu sehen, ne? wie klein eigentlich das Ganze sein muss. Da muss nicht viel können und machen. Es hilft einfach fürs Verständnis. Ne? Unser Gehirn tickt einfach lieber mit Bildern. Das beruhigt mich insofern, weil ich kenne viele Menschen, die haben eine große Aversion vor irgendwelchen zeichnerischen Fähigkeiten und sagen, ja, ich kann das ja gar nicht. Das stimmt. Hast du es auch erlebt bei dir im Business? Oh ja, vielfach. Also ich gebe ja auch Trainings und erst diese Woche hatte ich ein Training und dann fange ich auch immer an mit dem Thema so Glaubenssätze. Ne? Ihr seid jetzt zwar im Seminar visualisieren lernen, aber alle haben irgendwie so Glaubenssätze. Ich bin nicht kreativ und ich kann nicht zeichnen und das kommt leider so ein bisschen durch unser Schulsystem, durch die Schule, ne? Durch die Bewertung. Und dann hast du irgendwann mal eine schlechte Note in Kunst gekriegt, ja? Und schon ist da irgendwie so ein Stempel drauf. Ich kann das nicht. Und dann lässt du das. Ja, und eigentlich hattest du mal als Kindergartenkind super viel Spaß wahrscheinlich. Und irgendwann hat dir jemand gesagt, ach, lass lieber. Ne? Ja. Aber fürs Business ist das ja, brauchst du ja gar nicht so viel, musst ja nicht Picasso sein. Ne? Nee, da reichen ja, wie gesagt, also manchmal reichen zwei Pfeile, damit jemand happy ist. Kurze Frage, ja. Wie hättest du denn gern die Champignons geschnitten? Einfach hier so ein paar Streifen? Oder? Ja, so ein paar Streifen, das wäre super. Okay. Ich bin inzwischen auch happy mit meinem Pastateig. Guck mal. Wow, cool. Sehr gut. Jetzt habe ich hier schon so eine kleine Kugel gemacht. Und jetzt machen wir eins. Den packe ich jetzt wieder zurück hier in die Schüssel. Das decken wir gleich noch mit einem feuchten Tuch ab. Und der muss jetzt eine halbe Stunde ruhen und entspannen und dann können wir ihn weiterverarbeiten. Das sieht jetzt relativ wenig aus, aber das reicht, ja? Meinst du? Das reicht. Wir wollen den ja auch dünn ausrollen. Ja, wie macht man das? Zeig mir einmal, wie das geht. Ich würde das mit dem Messer, also du mach mit dem Messer, mit dem du willst. Nee, da, bei dem großen. Einmal so, dann hast du eine Schnittfläche, da kannst du das nochmal so machen. Also vierteln. Und dann auch einfach Würfel. So. In so. Ah, in so, das muss jetzt nicht exakt sein, aber in so Stücke. Okay. Super. Das heißt, ich kümmere mich jetzt mal um die weiteren Zutaten. Wir haben Lauchzwiebeln, die werde ich jetzt gleich noch ein bisschen putzen. So. Also das Schöne ist auch, finde ich, am Kochen, für mich ist das Meditation. Und das ist so, gerade wenn man den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt, immer mal eine schöne Abwechslung. Ich meine, bei dir ist es auch so, du bist ja eigentlich auch, sagen wir mal, geistig, wenn du irgendwo
Business-Illustration machst und quasi live zeichnest, also eine Veranstaltung mitzeichnest, das ist ja, stelle ich mir mental unglaublich anstrengend vor. Man muss ja hören, mitkriegen, was da läuft, das Ganze für sich irgendwie übersetzen und daraus ein Bild malen. Ja, es ist so ein Simultanübersetzer. Ja, das ist für mich auch krass. Ich finde das aber mental gar nicht so schwierig. Also ich habe so eine ganz gute Auffassungsgabe und lange Konzentrationsspannen. Ich finde es eher körperlich total anstrengend, ja. Weil ich halt teilweise hänge ich da oben rum und dann gehe ich wieder nach unten und muss hier stundenlang irgendwie so in der Hocke sein. So, ne? Ja, stimmt, also wenn so, das Bild, ja. Und ich gehe danach mit Muskelkater nach Hause. Also ich habe danach echt 3 Tage Muskelkater. Und das ist es eher so, finde ich. Also und simultan zeichnen erspart dir das Fitnessstudio. So ist es. Aber was machst du dann zum Ausgleich? Also Fitnessstudio dann wahrscheinlich nicht, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht meins. Also ich gehe schwimmen. Mhm. Weil das ist so, ja, so eine Sache aus der Kindheit, die ich so mitgebracht habe oder noch mitbringe. Und ich bin viel draußen in der Natur. Also ich gehe viel spazieren, wandern, ne? Also das brauche ich einfach. Auch um Kopf frei zu kriegen und wieder Ideen zu haben für das, was ich da so kreativ in meinem Kopf kreieren muss. Ja, aber bei mir ist es tatsächlich entweder draußen Fahrrad fahren. Mhm. Ich komm so eigentlich sportartmäßig vom Rudern. Das ist hier, wenn man im Taunus wohnt, ein bisschen schwierig. Also, auf dem Main vielleicht, oder? Ja, aber da gucke ich, was weiß ich, wie lange durch die Stadt und dann ruderst du einen Kanal rauf und runter. Oder sagen wir mal, das ist jetzt mit wenig Abwechslung verbunden. Da finde ich Fahrradfahren dann viel schöner. Das waren dann immer so meine Trainingseinheiten früher. Stimmt. Ja, und die andere Geschichte eigentlich auch so. Mentale Entspannung ist Kochen. Es ist tatsächlich in der Küche stehen, sich Gerichte überlegen, gucken, wie kann man was machen. Ich finde das auch ein sehr kreativer Vorgang, muss ich sagen, das Kochen. Ja. Das ist total kreativ, weil überlegst du dir die Rezepte eigentlich selbst, was du jetzt hier so kochst? Meistens ja. Mhm. Natürlich habe ich immer irgendwo Grundrezepte. Hab immer so Ideen. Übrigens, das wird ein Rezept, das werde ich demnächst auch veröffentlichen, wenn so die Herbstzeit dran ist. Ich habe ein tolles Rezept für eine Kürbissuppe. Das ist mal entstanden durch Rezepte lesen. Aber ich habe 5 Rezepte gelesen und in jedem Rezept war irgendwas drin, was ich gut fand und irgendwas drin, was ich doof fand. Ja, entweder es war zu viel Ingwer drin oder ich mochte keinen Curry da drin haben. Also es schmeckt super lecker, dass man so eine Suppe mit Curry macht, aber ich wollte es einfach nicht haben. Und habe aus 5 Rezepten 1 gemacht und dann noch so eigene Sachen mit dazugefügt. Und inzwischen erfreut sich die ganze Family, wenn ich mal diese Suppe mache. Also das passt so ein bisschen zu diesem Glaubenssatz, ich bin nicht kreativ. Ich habe auch so eine Freundin, die sagt das immer von sich, ne? Aber die kocht super. Und dann sage ich immer zu ihr, du bist super kreativ. Ja, ja? Weil natürlich. Du mixt Sachen zusammen und du weißt doch eigentlich vorher nicht, was rauskommt. Also zumindest, wenn es was Selbstkreiertes ist, ne? Das super. Erlebe ich im Business aber auch total oft. Dass Leute an sich selber zweifeln, eben weil sie es, weiß ich nicht, aus der Familie, aus dem Elternhaus, aus der Schule, wo auch immer her mitbekommen haben. Oder tatsächlich im Beruf mal irgendwann einen Vorgesetzten hatten, der gesagt hat, nee. Pilze sind fertig, die sehen super aus. Die Gemüsezutaten, die haben wir jetzt auch soweit vorbereitet. Das heißt. Wie stelle ich da hin einfach? Genau. So. Kommen wir doch mal zu deinem Business. Ich fände das ja total toll, wenn du mir vielleicht das ein oder andere jetzt zeigen könntest. Was kann man denn tun oder wie funktioniert das mit dem Live-Zeichnen? Kannst du das zeigen? Ich kann das zeigen. Ja, wir haben da schon mal was vorbereitet. Also man sieht schon mal, was es heute irgendwie geben soll. Ne? Und dann ist es im Grunde so, dass wir erstmal, welche Zutaten hatten wir denn jetzt? Jetzt hatten wir erstmal Pilze, spezielle. Champignons. Du hast den Nudelteig gemacht. Ich habe den Nudelteig gemacht. Okay, also dann haben wir als erstes Pilze putzen. Ja, putzen. Putzen. Schneiden, ne? So, und dann hatten wir Schritt 2, war? Pastateig. Hört sich besser an. Genau. Vorbereiten erstmal, ne? Genau. So, das ist das eine. Und das ist so, dass tatsächlich immer erst der Text kommt. Weil beim Schreiben bist du schneller, als wenn du was zeichnest.
Stimmt. Und wenn ich was höre, dann schreibe ich zunächst mal, dann ist es da. Ja. Manchmal weiß ich noch nicht, wo das ungefähr hingehört. Dann nehme ich auch schon mal ein Post-it und mache mir das einfach als Merker irgendwo hin und sortiere das später ein. Mhm. Aber es ist mir zuerst mal Text so. Cool. Und dann geht es halt los. Ne? Dann muss ich halt gucken, wie sieht so ein Pilz aus. Und dann fange ich halt an, hier so ein paar Pilze irgendwie hinzuzeichnen. Ne? Das machen sie immer so locker aus der Hand, so ein Champignon. Hatten wir noch, was hatte ich für ein schönes Messer? Hier, so ein Kochmesser. Ein schönes, scharfes. Ja. Hat das ach, so ein Bogen hat das noch. Dann machen wir es einfach mal so. So. Manchmal darf man sich was ausdenken. Na klar. Also so. Man kann es erkennen, es ist ein Messer. So, und jetzt gibt es dann manchmal, also oft ist es so, dass die dann irgendwas weitererzählen, wo ich für mich entscheide, das zeichne ich jetzt nicht, ist uninteressant, das ist irgendwie, ne? Und in der Pause sozusagen, in der für mich geistigen Pause, fange ich dann an und mache dann so auch mal so ein paar schöne Sachen dran, dass das auch ästhetisch alles hübsch wird. Ich sehe schon. Ne? Also, das heißt, das wird erstmal so ein bisschen schmaler vorgezeichnet, dann kriegt es hier so ein paar Konturen und dann ganz zum Schluss kommt noch eine Koloration, weil der Pilz hat natürlich hier auch irgendwie so ein, der hatte so eine braune Kappe, ne? Mhm. Soll ich das, wie lange soll ich das jetzt machen? Alles gut. Ich will du bist nicht ja heute hier nicht zum Zeichenkurs sprengen. An. Nee, ich will nicht sprengen. Nein. Die Zeit nehmen wir uns. Die Zeit nehmen wir uns, gut. Peggy, ich bin beeindruckt. Das hoffe ich doch. Ja, aber sowas von. Wie ist denn der Maisgrieß? Wie sieht denn der aus? Hat der irgendeine Verpackung? Weil da müsste ich mir jetzt irgendwie was, das ist wahrscheinlich so eine Verpackung. So eine klassische, ne? Rechteckige Kartonbox. Gelb, gelblich. So, und das ist meistens irgendwie sowas hier. Das ist hier so offen, keine Ahnung. Ja, genau. Steht Maisgrieß drauf? Nee, egal. Maisgrieß? Hartweizengrieß. Ich habe dann in den Situationen das Flipchart immer abgerissen und habe wieder von vorne angefangen. Um Gottes Willen. Weizen. Hartweizen. Hartweizengrieß. Okay. Und du schreibst in einem leserlichen Stil. Ja. Und das mal eben so zack aus der Hand heraus. Lange geübt. Unfassbar. So. Wow. Und der ist gelb, ne? Irgendwie. Ja, so ein bisschen. Weil der Pastateig war irgendwie auch, das ist aber kein schönes Gelb. Fällt mir gar nicht. Der war eher, ne, das war unser Pastateig da, oder? Aha. Und hier machen wir noch ein bisschen. Cool. So, und es wird auch immer so ein bisschen mit Licht und Schatten gearbeitet und solche Sachen mache ich natürlich, wenn ich viel Zeit habe, wenn ich wenig Zeit habe, eher nicht. Oh. Guck dir das an. So, da haben wir unseren Kloß. Den Teigkloß. Der muss ja ruhen, ne? Der muss ruhen. Der muss ruhen. Das heißt. Wie viele Minuten? 30 Minuten. Das ist witzig, der schlafende Teig. So, ne? Wie cool! Okay. Ach, da war noch Wasser war noch dabei, gell? Ja. Das brauchen wir noch. Also, wie viel Milliliter? Nimm mal 90 Milliliter. Ach, den Messbecher. Auch wieder, du zeichnest es auch wieder mit so einem feineren Stift vor. Ja, kriegt alles gleich noch ein bisschen. Jetzt kommen die. Also das ist der Zauberstift. Der graue, das ist immer mein Zauberstift, weil der macht irgendwie Kunst im Nu. Mhm. Der macht alles 3D und wenn du was 3D zeichnest, dann ist irgendwie gleich hübscher. Ne? Ja. So, ja. Und jetzt kommt halt so, jetzt würdest du vielleicht wieder irgendwas machen und erzählen und in der Zeit wieder nutzen und mach wieder hier noch ein bisschen was. Feintuning. Genau, so dass es ein bisschen hübscher aussieht. Der Teig könnte hier auch noch so ein bisschen was kriegen. So. Wow. Genau, vielleicht mach ich hier auch ein bisschen. Cool. Die ersten Schritte deines Rezepts. Und top. So, genau. Und wie das weitergeht, das gucken wir uns nachher an. Denn jetzt kümmern wir uns wieder um die restlichen Zutaten, würde ich sagen, oder? Ja.
Peggy, vielleicht bist du so nett, kümmerst dich dann als nächstes um die Lauchzwiebeln. Die brauchen wir schön in Ringe geschnitten. Okay, mach ich. Also die ganz hässlichen Sachen bitte nicht, nur das, was wirklich gut aussieht. Ja. Und die Kirschtomaten, die bitte einmal halbieren. Okay. Ich habe in der Zwischenzeit hier schon eine Pfanne aufgesetzt, denn wir werden in unsere Pasta Pinienkerne reintun. Aber nicht pur, so wie sie sind. Die gehören angeröstet. Einfach in eine Pfanne ohne Fett. Die Pinienkerne reingeben und vorsichtig anrösten lassen. Zwischendurch mal durchschwenken, damit sie nicht anbrennen. Das braucht jetzt einen Moment. Ja, und ich? Ich glaube, ich kümmere mich in der Zwischenzeit einfach schon mal um unsere Zwiebel. Gott sei Dank, dass du mir diese Aufgabe nicht übertragen hast. Ja. Wir hatten es vorhin ganz kurz hier im Vorgespräch, als du angekommen bist, mit wie schneide ich eigentlich eine Zwiebel richtig? Du hast es genau richtig gesagt. Und für alle die das vielleicht nicht wissen, das ist sozusagen die Wurzelseite der Zwiebel. Da habe ich nur wirklich die Wurzelstücke weggeschnitten, aber der Strunk ist noch dran. Zwiebel halbiert und dann einfach längs von oben nach unten mit einem scharfen Messer einschneiden und dann nochmal zweimal quer und dann von oben runter geschnitten und ihr kriegt perfekte Zwiebelwürfelchen. So. Ich liebe ja dein Messer, Carsten. Das ist so schön scharf. Ich habe mir auch extra zu Hause so einen Messerschärfer, also so einen Wetzstein zugelegt. Das ist ziemlich aufwendig, aber führt bis jetzt aus meiner Sicht immer zum besten Ergebnis. Der hat zwei Seiten, einmal so eine quasi so einen groben Stein und auf der anderen Seite so einen ganz, ganz feinen. Mhm. Und wenn man da so ein Messer drüber abzieht, dann wird das wunderbar scharf. Sag mal, Carsten, was hat dich eigentlich damals bewogen, dann auch aus der Finanzbranche bzw. von unserem gemeinsamen Arbeitgeber zu verabschieden? Nach der Deutschen Bankzeit bin ich ja erst noch mal zur DWS. Ah, okay. Also ich habe circa 2 Jahre noch bei der DWS gearbeitet, habe da auch tolle Projekte gehabt, habe ein super tolles Team aufgebaut für alles, was so mit internen administrativen Vertriebsabläufen zu tun hat. Ja, hatte da aber auch schon immer den Traum, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen. Dann gab es eigentlich den Anlass einer Umstrukturierung in dem Laden. Da hätte ich jetzt eigentlich schon sagen können, prima, das ist mein Absprung. Hatte dann aber tatsächlich noch zu einer regionalen Sparkasse einen Kontakt und bin da circa 1,5 Jahre tätig gewesen, habe das gesamte Thema IT-Management und Services mit begleitet. Aber irgendwie hat mich der Traum von der Selbstständigkeit nie losgelassen. Und dann habe ich eigentlich mitten in der Corona-Zeit den Entschluss gefasst, ja, wenn ich um Digitalisierung rede und wenn ich Finanzberatern, Banken, regionalen Finanzinstituten das Thema Digitalisierung näher bringen möchte, ist es eigentlich, klingt jetzt total schräg, aber für mich war das der perfekte Zeitpunkt. War es auch. Also war es auch für mich, also dieses Umstellen, ne, plötzlich alles online, alles virtuell und es hat funktioniert. Also es war super. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit auch. Ich auch, ja. Also Online-Meetings, ne, das war ja vorher eher so ein ungeliebtes Kind. Plötzlich war das normal und es war eigentlich so die einzige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu bleiben. Und es war ein Riesenbedarf da. Oh, die dürfen noch. Ja. Das ist noch gut. Also es war ja auch ein Riesenbedarf da. Und wenn man das heute so sieht, ja, wie hat sich nicht nur in der Finanzbranche, sondern eigentlich in allen Branchen, wie hat sich das verändert, das Thema New Work? Ist zwar ein furchtbarer englischer Begriff, aber so die Kombination aus, arbeite von zu Hause aus, arbeite im Unternehmen, das ist heute gang und gäbe. Ja. Ja, und wenn man früher gesagt hat, in einer ordentlichen Stellenausschreibung, was ist ein Benefit? Ja, du darfst auch mal mit dem Laptop von zu Hause arbeiten. Damit lockst du heute keinen hinterm Ofen davon. Ja, da wird jeder sagen, ja, logisch, muss doch so sein. Ne? Ja, ich glaube, da fehlte damals ein bisschen das Vertrauen auch in die Leute. Ne? Also dieses Kontrollding irgendwie, dass die Führung auch nicht vertraut hat, dass man dann zu Hause ist und auch wirklich was arbeitet und was schafft. Ne? Da habe ich ein cooles Interview gehört, jetzt ist noch gar nicht so lange her oder gesehen, von einer jungen Start-Upperin, die auch schon die ersten Mitarbeiter in dem Unternehmen, also die ist schon ein Stück weit gewachsen. Und die hat gesagt, es ist mir völlig egal, um wie viel Uhr die Leute anfangen. Also es gibt eine gewisse Kernarbeitszeit, das ist wichtig, aber
ob die dann den Rest des Tages frei nehmen und irgendwie abends spät arbeiten, morgens früh. Mhm. Oder ob die zwischendurch sagen, ja, ich muss mal eine Runde joggen gehen oder ich habe einen Arzttermin oder ich möchte mich mit einer Freundin in der Stadt treffen. Völlig wurscht. Ja. Ihr könnt im Büro arbeiten, ihr könnt zu Hause arbeiten. Das Allerwichtigste ist, krieg dein Arbeitspensum geschafft und krieg eine Vernetzung hin, weil das sind alles keine Einzelkämpfer, sondern sorg dafür, dass wir vernetzt sind und mach deine Arbeit. Richtig. So. Mhm. Und das, finde ich, ist so die neuere Denke dabei. Na, ich glaube, wir müssen es mal ein bisschen höher drehen hier. Ja, da tut sich noch nicht da so viel. Da tut sich noch nicht so viel. So. Ich habe auch mal mit so einem ganz jungen Unternehmen zusammengearbeitet, also auch ein Startup. Mitarbeiter, so 40 Mitarbeiter, alle zwischen 20 und 30. Und die arbeiten auch total frei. Ja? Also jeder hat so, nimmt auch die Verantwortung für sein Thema. Und ich war im Grunde da, um mit denen so ein Leitbild zu erarbeiten, also ein visuelles Leitbild, ne, was eigentlich unsere Vision als Unternehmen, gerade so ein Startup, brauchte das. Ja. Die haben so 3 Jahre lang was gemacht im Marketingbereich, waren da auch sehr erfolgreich, aber so richtig ein Ziel, eine Vision hatten die nicht. Ne? Und dann habe ich da mit denen dran gearbeitet, noch einem Coach zusammen und auch die Werte erarbeitet und das sowas alles. Gut. Und da kam das eben so raus, dass sie so sehr frei sind und jeder hat das sehr viel Verantwortung, aber nimmt die auch. Kann nicht jeder, aber die jungen Leute irgendwie, die waren super. Da sind wir wieder bei Glaubenssätzen. Ne? Mhm, stimmt. Weil in etablierten Unternehmen ist das ja häufig so, da hat einer mal eine Erfahrung gemacht. Jetzt geht's hier los. Dass der Chef sagt, ja guck jetzt, so sollen sie aussehen. Ja. Nee, das darfst du nicht entscheiden, das muss ich machen. Mhm, und zack, schon hältst du dich zurück und so bist dabei mit, ich glaube, nee. Mhm. Ich glaube, ich muss gar nicht mitdenken, weil für mich wird ja vorgedacht. Ja. Ja, es ist schon gewöhnungsbedürftig, ne? Wenn du so aus der Arbeitswelt kommst und so gewöhnt bist. Morgens 8 geht's los und wir haben ein bisschen länger gearbeitet bei der Deutschen Bank. Da ging es nicht um 5 nach Hause, ne? Aber dennoch, also es war ein sehr geregeltes Mittag, ne? Leben. Ja, sehr geregeltes Leben. Ich krieg das nicht hin mit der Pfanne, wie du das so schön schwingst. Das ist mir zu schwer. Die Pfanne, die ist relativ schwer. Das ist eine Übungssache. Mhm. Und dann einfach aus dem Handgelenk. Cool. So, jetzt haben wir auch eine schöne Farbe. Da kocht schon unser Nudelwasser. Mhm, das können wir ein bisschen zurückdrehen. Riecht auch super. Ja. Leider kann man das ja nicht vermitteln, ne? Das ist wie immer, ne? Das ist ja, super. Ja, tut mir wirklich leid. Wir haben tolle Bilder hier. Geruch können wir noch nicht, oder Duft in der Küche hier können wir noch nicht vermitteln. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. So, das nehmen wir jetzt mal runter hier. Mhm. Mhm. Aber Peggy, sag mal, jetzt haben wir schon das ein oder andere hier vorbereitet. Irgendwie kriegt man bald eine trockene Kehle. Sollen wir nochmal einen Schluck trinken? Das stimmt, auf jeden Fall. Was meinst du? Ja, sehr, sehr gerne. Du hast was mitgebracht zu dem Wein. Mhm, ja. Magst du was dazu sagen? Das ist mein Lieblingsweingut im Rheingau. Das ist das Weingut Allendorf. Das ist das größte Weingut übrigens in Rheingau. Und Österreich-Winkel, ne? In Österreich-Winkel, genau. Und ich bin mit denen auf eine gewisse Weise verbunden. Ich gehe nämlich jedes Jahr einmal im Jahr zur Weinlese dorthin. Und das ist tatsächlich jetzt ein Wein, den wir 2021 gelesen haben. Es ist ein 21er. Den hast du mitgelesen. Da hast du mit im Weinberg gestanden. So ist es. Also im Schweiße meines Angesichts. 8 Stunden lang. Was mit für eine der Ehre. Schere. Was für eine Ehre, das zu teilen. Trinkt sich auch ein bisschen anders, wenn man das selbst gemacht hat. Das glaube ich. Also diese viele Arbeit da drin und das, was eigentlich auch alles dazugehört, damit so ein Wein wächst. Das glaube ich. Also auch da kann ich vielleicht noch eine kleine Geschichte zu beisteuern. Mhm. Meine Frau ist in Bad Soden im Lions Club. Mhm. Und der Lions Club hat auch für den guten Zweck, also der Erlös aus so einem Weinberg, aus dem Weinverkauf geht einem guten Zweck zu. Mhm. Aber die kümmern sich um eine ganze Ecke von einem Weinberg in Oeversheim, also eher auf der rheinhessischen Seite. Und da gibt es ein Sauvignon, da gibt es ein Weißburgunder und da gibt es ein Grauburgunder. Mhm. Und wir haben letztes Jahr, da habe ich dann auch mitgeholfen, tatsächlich hier die fertigen Weinflaschen, die wurden dann etikettiert, die mussten in Kartons verpackt werden. Ich glaube, ich habe 6 Stunden Kartons gefaltet. Da wusste jeder auch, was ich getan habe. Ja, was ist denn jetzt besser, Kartons falten oder? Ich würde dann lieber im Weinberg. Leben aber das machen die halt auch, immer wenn im Weinberg was zu tun ist. Mhm, und jetzt im Herbst war halt Packs in Kartons angesagt. Ja.
Aber immer wenn was zu tun ist, dann sind die, die Jungs und Mädels im Weinberg unterwegs. Mhm. Perfekt, jetzt ist auch der Nudelteig soweit. So, Peggy. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, er mundet dir. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl, Carsten. Der riecht schon toll. Wow. Ja, ich bin ein Freund des Chardonnays. Es ist ein Chardonnay beim Riesling. Also hier wird ja sehr viel Riesling getrunken. Aber da bin ich eher so auf der feinherben Seite inzwischen. Ja. Nicht mehr auf der ganz trockenen. Der hat sehr viel Säure und das ist halt so. Der hat eine geringe Säure. Der hat die Frucht im Vordergrund. Genau, genau. Also hat aber auch ein tolles Volumen, obwohl das noch so ein junger Wein ist. Mhm. Ja. Wirklich wunderbar. Das passt, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu unserem Essen. Dann können wir nämlich jetzt mal anfangen mit den Zutaten für unsere Pastasoße, würde ich mal sagen. So, ich nehme unsere Pfanne, da kommt jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Und als erstes geben wir unsere Zwiebeln da rein. Die werden jetzt schön glasig angeschwitzt. Und während die Zwiebeln in der Pfanne schwitzen, schwitzt Peggy an unserem grafischen Rezept. Das finde ich super. Ach, guck mal, jetzt kommt noch mehr Farbe ins Spiel. Das finde ich toll. So, wenn die Zwiebeln glasig geworden sind und Farbe gezogen haben, dann geben wir mal unsere Pilze da drüber. Jetzt bei etwas höherer Temperatur zu Anfang werden die Pilze jetzt schön angeschwitzt. Und wenn sie anfangen tatsächlich glasig zu werden, dann können wir die Temperatur runternehmen und können das Ganze noch ein bisschen abwürzen. Ich bin begeistert, Peggy. So, jetzt sieht man, dass die Pilze hier schon langsam Feuchtigkeit ziehen. Das ist ein guter Moment, um schon mal etwas mit Pfeffer zu würzen. Salz geben wir noch nicht dazu. Das zieht dann sonst zu viel Flüssigkeit aus den Pilzen raus. Die können jetzt ruhig noch ein bisschen weiter anschwitzen. Ja, und in der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt um unseren Pastateig. Ich sehe schon aus wie so ein kleines bestaubtes Mehlmännchen. Ich habe mir die Arbeitsfläche einfach mit ein bisschen Mehl bestäubt. Und so sieht unser Pastateig jetzt aus. Richtig schön elastisch. Ja, das heißt, wenn man ihn eindrückt, dann kommt er so ein bisschen auch wieder zurück. So, und jetzt von beiden Seiten erstmal ein bisschen mit der Hand. Und dann kommt Omas gutes, altes Nudelholz ins Spiel. Jetzt ist Muskelkraft gefragt. Ich kann euch sagen, das erspart heute auch das Fitnessstudio. Mit dem Nudelholz haben wir jetzt aus unserem großen Teigknödel, guck mal, schön dünn ausgerollten, stabilen Nudelteig gemacht. Ich gebe da jetzt noch ein ganz kleines bisschen Mehl drauf. Eigentlich nur, damit er jetzt nicht aneinander heftet, weil jetzt ist ja die große Frage, wie kriegen wir daraus jetzt eigentlich Pasta? Ich bin sehr gespannt, wie du das jetzt machst. Wir schlagen den Teig einmal so ein, nicht so viel. Ich möchte nur das Mehl jetzt quasi als Trennmittel haben. Je nachdem, was das werden soll. Das sind jetzt ein bisschen, man hätte es jetzt auch in die andere Richtung falten können, dann wären die ein bisschen länger, so sind sie gleich mundgerechter. Ich mache dann mal so Tagliatelle daraus. Na, wir können jetzt auch so dick schneiden, dann sind sie ja Pappardelle. Stimmt. Ich habe es irgendwo mal tatsächlich von einem Italiener gezeigt bekommen, aber nie selber gemacht und dann zu Hause einfach ausprobiert. Ja, ja, wir hatten vorhin so ein bisschen, glaube ich, aufgehört, darüber zu sprechen, dass du dann ja irgendwann den Weg in die Selbstständigkeit gewagt hast. Ja. Und was war so dein Beweggrund? Also, ja, ich, also wenn man so will, einmal so
Ich habe in jedem meiner beruflichen Angestelltenverhältnistätigkeiten irgendwie Dinge mitgenommen, die ich gut finde und von denen ich glaube, dass auch andere davon profitieren können. Und eine meiner Hauptmotivatoren, auch im Angestelltenverhältnis, war immer freies und selbstständiges Arbeiten. Also nicht im Sinne der Anarchie. Natürlich hat alles so seine Regeln und Strukturen, die, das weißt du auch als Selbstständige. Kann ich gut verstehen. Die brauchst du ja selber auch. Ja. Aber ich finde es halt total schön. Ja. Ich bin mein eigener Herr. Ja. Und ich bin für jeden Murks, den ich mache, auch selber verantwortlich. Ich kann jetzt nicht sagen, ich war das gar nicht, das war der und der. Und ich habe auf der anderen Seite auch mit Menschen zu tun, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Also das ist wie natürlich überall, wenn du Kunden hast, nicht jeder Kunde ist gleich. Aber am Ende entscheidet ja immer schon die Wellenlänge, passt man zusammen so oder passt man nicht zusammen. Ich finde auch, das entscheidet sich eigentlich schon ziemlich früh. Ja. Ne? Also schon das erste Gespräch, dann merkst du ja, stimmt die Chemie, passen wir irgendwie zusammen. Ne? Und hab das auch inzwischen so festgestellt, dass man auch immer die richtigen Kunden eigentlich anzieht. Geht dir das auch so? Das ist so. Also am Ende des Tages, das merkt man ja auch, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist. Ja. Die, die dich gut finden, das sind meistens auch die, die am ehesten auch zum Business passen. Ja. Oder umgekehrt, die, die im Erstgespräch, weiß ich nicht, wo die Chemie, wie sagt man so schön, wo die Vibes nicht passen. Ja. Da wird wahrscheinlich auch nie irgendwie ein Business Case draus. Mhm. So, aber guck dir das hier toll. Mal an. Die sehen so toll aus. Und wie gesagt, zwei simple Zutaten, ja, ein bisschen und echt Mehl. Total einfach, ne? Ja. Mhm. Natürlich, zugegeben, wer jetzt irgendwie keine Lust hat, das auszurollen, der nimmt tatsächlich eine Nudelmaschine. Aber für den Moment. Ich habe auch noch so ein Nudelholz von der Oma. Ja. Wie gesagt, spart ihr das Fitnessstudio. Mhm. Die lassen wir jetzt auf dem Brett auch noch einfach ein bisschen ruhen. Die brauchen wir dann im Topf nachher nicht lange. Ja. Und jetzt, guck dir das mal an. Das ist ja schon, da können wir schon fast einfach sagen, wir hauen da jetzt nur die Pasta rein und ist fertig. Ja? Okay. Sieht doch schon gut aus. Ja. So, jetzt haben wir den Nudelteig ja fertig. Ich kümmere mich jetzt gleich noch ums Fleisch. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die jetzt hier noch auf unser Illustrationsrezept gehören? Naja, wir sind ja erstmal ganz am Anfang. Ne? Wir haben jetzt gerade mal die Pilze eingebraten. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwie die Nudeln noch kochen, ne? Ist richtig? Ja, die Pasta schneiden und so weiter. Genau, das müsste ich natürlich auch hier auf jeden Fall darstellen. Und dein Nudelholz. Naja, also ich finde, das ist so eine gute Geschichte mit dem Nudelholz. Das muss natürlich hier auch festgehalten werden. Omas Nudelholz. Ja, genau. Und Carstens Muskelkraft. Ne? Ich lasse dich mal in Ruhe zeichnen und malen. Und wir kümmern uns jetzt um die Rinderfiletstreifen. Ja. Die kommen nämlich auch noch dazu. Mhm. Und die müssen wir jetzt schneiden. Perfekt. Die werden jetzt auf unserer Grillplatte, die habe ich schon vorgeheizt, in Olivenöl angebraten. So, da geben wir jetzt noch eine angestoßene Knoblauchzehe und einfach ein bisschen mehr Bums, ein Stück Chilischote drauf. Und dann wird das einmal gewendet. So, dann können wir schon mit ein bisschen Pfeffer und Salz würzen. Und dann schieben wir das einmal auf die kalte Fläche, weil damit ist es soweit schon vorbereitet und fertig. Das zieht ja nachher, wenn wir das Fleisch zur Soße geben, zieht das gar. So, jetzt habe ich hier ja unter das Rindfleisch so ein bisschen Chilischote gegeben. Peggy, das ist eigentlich der richtige Moment für die wichtigsten 5 heurigen Fragen des Tages. Habe ich einen Joker oder? Nein. Malediven oder Matterhorn? Malediven. Mozart oder Maffei? Schwierig. Da bräuchte ich jetzt den Joker. Also ich mag beides. Ich habe so okay. einen ganz unterschiedlichen Musikgeschmack. Sehr interessant. Steak oder Tofu? Steak. Und Opernball oder Rockkonzert? Oh, ich glaube eher Rockkonzert. Okay. Ja, ja. Und zum Schluss die allerwichtigste Frage: Nutella-Brötchen mit Butter oder ohne Butter? Mit Butter. Ich stelle fest, inzwischen dürfte es, glaube ich, 3-1 für mit Butter stehen. Vielen Dank. Gerne. So, jetzt können wir uns wieder unserer
Soße widmen. Ich habe hier ein bisschen Power drauf gegeben. Da kommt jetzt ein guter Schluck von dem Chardonnay, den du mitgebracht hast, Peggy. Den kippen wir hier mit drüber. Ah, machen wir mal richtig Power drauf. Das darf ein bisschen einköcheln. Passend dazu, riech mal. Sehr schön. Frischer Thymian. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Wenn man zu viel nimmt, schmeckt es vor. Aber ich finde, es gibt eigentlich kein besseres Pendant zu Pilzen, als wirklich Thymian damit drauf zu geben. Ah ja. Hoppala. Also kleiner Tipp, wann immer du irgendwas mit Pilzen machst, muss nicht viel sein. So ein Stängelchen Thymian, na, jetzt kocht es mir zu doll, damit drüber geben. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Ja, ich hatte das auch schon mal, ich mache ganz gern so Zürcher Geschnetzeltes und das ist aber, glaube ich, das Freestyle nach Peggy, das Rezept. Immer gut Freestyle, bin ich großer Freund von. Und ich nehme da Estragon dazu und ich finde es auch ganz schön. Das passt auch. Estragon ist gerade so, wenn du so herzhafte, so ist es auch hier, so ist Bernays zum Beispiel, so ist Buttriges, das ist ja auch mit dabei. So, jetzt als nächstes kommen damit dazu unsere angerösteten Pinienkerne. Ach, die kommen da rein? Zack, die kommen da rein. Wow. Dann geben wir noch einen kleinen Schuss Sahne mit da rein. Für die Cremigkeit. So. Und die von dir wunderbar halbierten Kirschtomaten und die Frühlingszwiebeln, die geben wir da jetzt auch mit rein. Und dann darf das weiter so leicht vor sich hin köcheln, dass sich das alles gut miteinander verbindet. Salz haben wir noch nicht dran, das heißt, das wird jetzt auch Zeit dafür, dass wir das ein bisschen salzen. Ja, und ganz zum Schluss geben wir einfach noch unsere Rinderfiletstreifen dazu. Das machen wir aber erst kurz vorm Servieren. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns jetzt um unsere Pasta kümmern. Pastawasser kocht. Ganz wichtig, Pastawasser reichlich salzen. Reichlich. Also nicht nur so zarten Teelöffel, sondern eigentlich muss das Wasser übersalzen sein. Was nimmst du da für Salz? Das sieht sehr gut aus. Das ist grobes Meersalz aus der Bretagne, aus der Gironde. Selber mitgebracht aus unserem letzten Bretagne-Urlaub. Kannst du mal so ein kleines Körnchen nehmen. Das ist total naturbelassen. Und das ist das Pendant dazu, das ist Fleur de Sel. Ja, toll. Ist auch von da. Das nimmt man natürlich nicht da rein, weil da kippst du ein Kilo Salz rein und es schmeckt trotzdem noch nicht salzig. Aber das ist jetzt wirklich ordentlich, was du da reinschöpfst. Ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wir haben ordentlich Wasser drin. Also brauchen wir auch ordentlich Salz. Und jetzt unsere Pasta. Ich glaube, die brauchen so circa 2-2,5 Minuten, weil die noch frisch und nicht getrocknet sind. Ich guck mal auf die Uhr, weil da kommt es ja wirklich auf die Sekunde an, oder? Auf 10 Sekunden oder warum? Naja, also es ist jetzt nicht, es kommt aufs Gefühl an, würde ich mal sagen. Okay. Aber die lassen wir jetzt gerade noch vor sich hin köcheln. Ja. Unsere Soße, die können wir eigentlich schon mal abschmecken. Schon mal gucken, wie sie schmeckt. Ich hole mal 2 Löffel. Was ist da jetzt an Gewürz dran? Nur Salz bisher? Salz, Pfeffer und ein bisschen Thymian. Ah ja. Mehr braucht es dafür gar nicht. Unglaublich fruchtig. Toll. Unglaublich fruchtig. Ja, stimmt. Richtig gut. Sehr schön. Also können wir so lassen, oder? Ja, ich hätte noch ein bisschen Salz dran gemacht, wenn ich ehrlich bin. Bisschen Salz? Ja. Ich bin da, also ich mag es auch gern kräftiger gesalzen, aber ich bin da manchmal drüber. Und insofern, wenn du das sagst, mag ich das sehr, sehr gerne. Ja. Peggy, was sagt die Zeit zu den Nudeln? Ja, darf noch. Darf noch. Sieht aber schon gut aus. Also wenn du 2-2,5 Minuten, dann brauchen wir jetzt noch ungefähr eine halbe Minute. Ja, dann lassen wir es noch ein bisschen ziehen. So, bevor wir das Fleisch jetzt gleich noch dazu geben, gibt es gleich noch so einen kleinen frischen Kick. Ich nehme jetzt ein bisschen Limettenabrieb. Das gebe ich jetzt hier übers Fleisch. Dann warum nicht in die Soße, sondern ins Fleisch, weil dann kriegt das Fleisch gerade noch so ein schönes Zitrusaroma. Und das können wir dann gleich noch mit in unsere Soße reingeben. Und wenn wir die Soße fertig haben und die Pasta soweit ist,
Ja, da können wir jetzt eigentlich anrichten, oder? Ja, super. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Machen wir das doch. Okay. So, jetzt geben wir unsere abgegossenen Nudeln hier mit in unsere Soße rein. Oh, wie das schon wieder duftet. Toll. Freunde, ist das lecker. So, jetzt, wie versprochen, kommt natürlich noch unser Fleisch mit da rein. Durchmischen. Dann verbindet sich die Pasta nämlich richtig gut mit unserer Soße. So, liebe Peggy, es ist angerichtet. Ich schlage vor, wir probieren gleich mal, aber vorher noch mal vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat irre viel Spaß gemacht. Ja, das fand ich auch. Sehr zum Wohl und auch vielen Dank für den tollen Wein, den du mitgebracht hast. Lecker, lecker. Sehr schön. Mhm. So, und jetzt müssen wir unser Machwerk doch mal probieren. Ne? Ach, es duftet fantastisch. Ja, ich bin gespannt, was du zu den Pasta und zu der Kombination dazu sagst. Du hast auch den Rucola noch dazu gegeben als Garnitur. Das ist dann so richtig schön fürs Auge, finde ich auch. Ich finde, der hat halt auch so ein schönes, nussiges Aroma. Man darf davon nicht zu viel nehmen, aber so in der Kombination. Sehr, sehr fein. Toll. Sehr feines Essen. Danke, cool, dass du mich bekocht hast, Carsten. Es war mir eine Freude, mit dir zu kochen. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Übrigens, natürlich findest du wie immer alle Details zu dem Rezept und auch die fantastische Illustration von der Peggy unter dem Video. Wenn du selber so eine Business-Illustration brauchst oder suchst, ich verlinke dir Peggys Website natürlich auch unter dem Video. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Nachkochen von der Pasta Fantastica und guten Appetit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!